So, am Anfang kann ich eh nicht getroffen werden. Wii, wii, wii. Und jetzt nicht springen. Klein springen. Nicht springen. Klein springen. Anders springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Ich will hier rein. Dankeschön. Gut. Kleine Süßröhre des Glücks. Schnupp, 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 schnupp. Schnupp, schnupp, schnupp. Schnupp, 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 schnupp. Oder hier oben eine Stampferzacke mache. Aha! Was? Aha! Was? Wie jetzt? Das war nur dafür? Nee, das war nicht nur dafür, oder? Moment, Moment, Moment. Oder? Waren das jetzt nur für drei Leben? Wenn ich jetzt nicht zu meinem geheimen Ausgang komme, dann heule ich. Ich heule. Nein, ich heule nicht. Doch, ich heule. Natürlich heule ich. Warum bin ich jetzt hier unten? Hätte ich nicht, aber... Was? Moment. Dort oben kann ich nicht rein. Oder? Das haben wir schon... Nein, dort oben. Aber was? Aber wie? Aber wer? Aber wann? Aber warum? Aber wo? Und weshalb? Und... Warum denn? Hä? Nee, das ist jetzt falsch. Das ist jetzt falsch, das ist jetzt falsch. Okay, Moment. Ich muss den Level jetzt beenden, weil die Zeit knapp wird. Hä? Das kannst du mir nicht erzählen, dass der Raum da nur für drei Leben ist. Nee, 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 nee. Da ist noch irgendwie was anderes. Also, nur für drei Leben aktiviert man doch nicht den Mini-Pilz hier. Das macht, nee. Das ergibt keinen Sinn. Da gehen wir jetzt nochmal gucken und dann hüpfen wir in dem Level nochmal, oder beziehungsweise in diesem Abschnitt nochmal genau. Denn mir wurde auch gesagt, dass hier extrem viel mit versteckten Blöcken gearbeitet wird und man da echt aufpassen muss, dass man auch überall die, ja, die versteckten Blöcke halt findet, ne? Weil die sind halt versteckt. Das macht Sinn. So, Schnups, Schnups, Schnups. Ha. Boom. Extra Schnups. Ich meine, ich habe nichts gegen extra Schnups, ne? Aber trotzdem, irgendwie... Hier fehlt mir was. So, alle Leben eingesammelt. Du kannst mir doch nicht erzählen, wenn ich hier ganz gerade hochspringe. Stampfattacke. Ganz gerade hochspringe. Ganz gerade hochspringe. Aber irgendwo hier an der Seite... Was macht er denn hier? Der 8-Bit-Luigi. Der duckt sich hier an der Stelle. Passiert irgendwas, wenn ich mich hier ducke? Für 5 Sekunden? Ich meine, das kennen wir auch aus Mario-Spielen. So ist es nicht. Früher waren die dann noch arschiger eigentlich, was Geheimnisse angeht. Moment. Wir machen das jetzt mal anders, beziehungsweise gucken uns jetzt mal anders um. Hier oben ist ja nichts. Ich meine, mit Mini Mario, Quatsch, mit Mini Luigi haben wir ja ein bisschen mehr Spielraum, was den, ja, das Erkunden einfach angeht, weil wir höher springen können, klar. Wir können uns besser umgucken. Das kann ja nur von Vorteil dann sein. So, was ist zum Beispiel hier? Ja, was ist zum Beispiel hier? Moment. Das sind alles grüne Röhren, wo die Piranha-Pflanzen da drin sind. Und so kann ich die Piranha-Pflanzen natürlich nicht erledigen. Nicht in meiner Mini-Form. Aber ich müsste es ausprobieren. Aber wenn ich da oben rauskomme, das bringt mir doch auch nichts. Das ist doch... Das ist doch zum Mäusemelken. Hier links ist auch nichts. Hätte ich irgendwie... Aber es gibt hier doch keinen anderen Weg oder so. Oder hätte ich, wenn ich hier oben bin... Moment. Wow. Ui, ui. Nach oben. Hier rechts oben oder so. Warp Zone gefunden. Nein. Wofür ist das? Erzähle es mir. Oh, du gesprächiger Steinblock. Ich wette, du kannst das.
Ich wette, du willst es mir nur nicht sagen, weil du ein böser Schmonkmonk bist. Muss ich in einer bestimmten Reihenfolge auslösen oder so? Nein. Muss ich Leben vielleicht gar nicht einsammeln? Muss ich... wirbeln! Der wirbelt ganz schön hoch im Miniform. Wirbel! 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 Es macht keinen Sinn. Beenden. Gut. Wenn es mit Mini-Mario nicht klappt, dann... Mini-Luigi. Immer noch. Ist das Jahr des Luigi, nicht das Jahr des Marios. Verdammt nochmal. Ja. So. Dann machen wir das Ganze jetzt mit Eis-Luigi. Und vereisen die Piranha-Pflanzen und machen die kaputt. Und dann gucken wir mal, ob wir in eine dieser Röhren dort reinkommen. Und wenn dort auch nicht, dann habe ich aktuell keine richtige Idee, wenn ich das mal so einfach mal in die Runde werfen dürfte. Scheiße. Ich bekomme die gar nicht so platt. Ah! Super. So, ja, Feuerblume habe ich nicht. Reicht der Stern bis dorthin? Wahrscheinlich nicht. Mit so einem anderen kriege ich die hier nicht kaputt. Toll. So, hier. Go, go, go. Sandkuchenwüste 4. Dab, 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 dab. Einer hat die Vermutung geäußert, dadurch, dass die Level zu kurz sind, vielleicht würde deswegen auch die Sternenpower nicht so lange anhalten wie normal. Und ich kann es jetzt an der Stelle nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen. Wenn er wenigstens... Ich wollte doch einfach nur mal in der Piranha-Pflanze dann drin bleiben wenigstens und da versuchen runterzudrücken. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde. Aber davon abgesehen, ich wollte es mal ausprobieren. So, das war eine Itemschlacht. Schön. Mit diesen ganzen Flughörnchen-Dingern, ich kann damit nichts anfangen. Ich muss Piranha-Pflanzen rösten können. Und es gibt hier auch keine... Wo... Bekommt man hier irgendwo auf die Schnelle eine Feuerblume? Hier doch eigentlich drin, oder? Kurz vorm Schluss? Müssen wir doch eigentlich. Bekommen wir noch in jeder Bowser-Festung. Also ich weiß... Nee, gut, hier... Ja, hiervon bekomme ich nur, genau, sowas bekomme ich. Eine Eisblume. Aber ansonsten kurz vor Mortens Haustür... Müsste... Wow. Oh Gott. Kurz vor Mortens Haustür müsste eigentlich... Irgendwie ein Zugang, Quatsch, ein Zugang, eine Feuerblume oder sowas sein. Die sind doch da immer da, kurz vor den Koopa-Kindern. So, Schnupsen, das war dumm. Na, das war okay. Aber das war unnötig. So. Jetzt erzähl mir nix. Och, das gibt's doch nicht. Beenden, hallo. Wo ist hier eine Feuerblume? Feuerblume? Suchen wir jetzt eine dämliche Feuerblume tatsächlich? Nein, wir machen das jetzt anders. So. Weil mir das jetzt gerade auf den Sack geht, nur wegen einem bestimmten Item, wobei ich nicht mal weiß, ob das irgendwas bringt, da jetzt so einen Zirkus zu veranstalten. Stattdessen gehen wir jetzt in eine neue Welt, das Minzmeer. Und sobald wir uns mal eine Feuerblume irgendwo erspielt haben, dann gehen wir einfach mal zurück in die Wüste und probieren das kurz aus. Entweder wir finden den geheimen Ausgang oder wir finden ihn nicht. Ganz einfach. So. Minzmeer 1, Strand der 1000 Strandhütten? Also 1000 dürfen es nicht sein, weil dann wäre der Level ein bisschen lang. Hi, Strandhütte. Oh, hallo, was? Okay. Ja, Sternpower, super. Ich hätte aber wahrscheinlich dann schon lange laufen müssen oder so, oder? Blups. Ja, genau, gehe in jede Strandhütte rein, weil überall könnte etwas zu finden sein. Das ist ja hübsch. Oh Mann, guckt euch die ganzen Krabby Crab Crabs an. Oh, da unten ist was. Ja, toll. Jetzt müsste man da noch hinkommen. Okay, das war sehr Kamikaze-mäßig. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger zu spielen. Das geht gerade... Nein, das ist jetzt nicht gut. Ich muss mir einfach nur mal ein bisschen Mühe geben. Ich meine, ich habe jetzt nicht umsonst 44 Leben hier. Also, ne, das passt schon. So, jetzt machen wir nämlich erstmal so. Und dann machen wir das anders. Weil dann aktivieren wir jetzt den Stern hier. Und dann laufen wir mit Vollkaracho. Ja, mit Vollkaracho werden wir hier abgebremst. Hui! Und dann müssen wir mit Vollkaracho hier erstmal die Sternmedaille einsammeln. Und dann merken wir, dass der Stern uns gar nichts bringt, oder? Nee, oder vielleicht, wenn ich nochmal ein bisschen schneller gewesen wäre, weiß ich nicht, ob da aus der... da jetzt noch was... Ach, scheiße! Ihr gebt mir alle auf den Sack hier. So, dich weg, dich weg, dich weg. Was ist nur hier? Dankeschön.
Also wenn man da jetzt nicht reingekommen wäre, also 8-Bit Luigi, der schwimmt. Oh, 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 wie putzig. Überhaupt, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, auch durch einige eure Kommentare, muss ich ehrlich zugeben, vielen Dank auch dafür. Man selber bekommt das beim Spielen gar nicht so mit, aber Tatsache ist doch, dass diese ganzen Level hier ein bisschen spektakulärer sind, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Ganz einfach, weil man einfach mal auf die Details achten muss. Also mal von diesen 8-Bit-Luigis abgesehen, es ist so oft so, dass irgendwo... Wow. Okay, letzte Sternmedaille, keine Ahnung, wo sie ist. Müssen wir nachher nochmal gucken. Es ist so oft so, dass in irgendeiner Art und Weise irgendwo Luigi-Konterfeis nochmal versteckt sind. Wie zum Beispiel in der einen Welt diese Steinstatue, na gut, mit Luigi-Mütze, die ich gefunden habe, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, da wäre noch ein Secret dahinter. Oder irgendwo waren noch so Luigis aus so einer Hecke herausgeschnitten und so solche Geschichten. Also, Iglu-Korridor. Das ist schon eigentlich mehr mit Liebe zum Detail gemacht, als man vermuten würde. Und ich selber bin ja auch jemand, der ganz gerne mal Nintendo so ein ganz klein bisschen kritisiert. Ich spiele liebend gerne ihre Spiele. Aber trotzdem, ab und zu denke ich mir so, Mann, diese Firma, die hat doch irgendwie einen Sockenschuss. Nichtsdestotrotz... Kann man hier unten irgendwas holen? Nein, wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz muss ich ja wirklich lobend... Wow. Anerkennen... dass mir die Arbeit hinter Super Luigi U gefällt. Zumindest für einen 20-Euro-Titel. Ja, das schon, definitiv. Boah. Pff. La 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 la. Moment. Aha. Ja, ist doch dann easy peasy. Oder sehe ich das falsch? Blups. Jetzt hatte ich kurzzeitig Angst. Ich hatte wirklich in der Tat kurzzeitig Angst. Warum schwimmt ihr weg, ihr süßen kleinen Münzen? Hallo, juhu, ihr dürft nicht wegschwimmen. Ihr seid mein, ihr wäret mein gewesen, wenn ihr mich gelassen hättet. Ihr bösartigen kleinen Münzen, ihre Münz. Das kann doch hier nicht, das geht doch nicht. So, Schnups. Mit 3 Sprung wäre das gegangen. Kurze Level. Ja gut, das mit den Igluks da in der Einstellung habe ich nicht verstanden. Ich hätte so damit gerechnet, dass man da irgendwas mit Sternen machen muss oder so. Dass man sich vielleicht sogar einen Stern direkt am Anfang des Levels holen muss, um ihn dann bis zum Ende zu behalten. Aber so... Ich könnte öfter mal das Miiverse aktivieren, finde ich. Also jetzt nicht unbedingt, um selber was zu schreiben, sondern einfach mal, um die Kommentare der anderen Leute zu lesen. Dürften dann ja teilweise auch Leute sein, die ich selber geedit habe. Zumindest glaube ich, dass solche Kommentare doch immer so ein bisschen vorrangig behandelt werden, oder? Dass man Kommentare von Freunden halt lesen kann. Ich weiß, dass einige von euch Super Luigi U spielen. Ich weiß auch, dass einige Verrückte von euch, glaube ich, mit dem Spiel auch schon durch sind oder so. Was ja jetzt nichts Schlechtes ist oder nichts Schlimmes oder so. Ist nur... für euch doof, weil dann hattet ihr nur einen Tag da was davon und habt 20 Euro dafür ausgegeben. Na gut, aber dafür wurdet ihr gut unterhalten, ne? Also nach so einer Logik, in so einem Prinzip, da wollen wir gar nicht lang gehen. Also, oder beziehungsweise danach wollen wir uns gar nicht richten. Es kommt ja nicht darauf an, wie lange man Spaß hatte, sondern Hauptsache man hatte Spaß. Okay, das sollte man vielleicht dann doch noch um ein gewissen Verhältnis sehen, aber egal. Neil, Level in einer Zeit von 50 Sekunden oder weniger absolviert. Lukas sagt Neil, das ist schön. Hassan. Lieber Mario, dieses Level ist echt Dreck. Das macht Hoffnung. Durchlöchert im Turm der Dornensäulen. Das klingt auch schon echt geil. So, Münz, was? Okay. Wow. Ah. Okay. Ja. Hier ist nix. Das wundert mich. Ich hätte wetten können, aber... Was zum... Geht das Ding auch wieder runter? Irgendwie nicht. Aber ich kann mich so umgucken. Aha! Okay. Hätte mich auch gewundert. Dieser Fahrstuhl ist sehr irritierend. Uiuiuiui. Das war ein bisschen auf... Gut.
Glück. Das war ein bisschen... Ich sollte mehr beobachten. Moment. So, zack, zack. Okay. Zack, zack. Runter. Okay, zack, zack. Hier schnell hin. Zack, zack. So, hoch, 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 hoch. Scheiße? Nee, nicht scheiße. Doch scheiße. Wie geht's das da oben? Ist ja, ich müsste groß sein. Verdammt, ich bräuchte irgendwo ein Power-Up. Bekomme ich hier natürlich nicht. Vielleicht überhalb, oberhalb des Feuerbruders oder so? Nee, natürlich nicht. Oh, ist das mies. Jetzt komme ich da nicht ran an die Sternmünze, weil ich zu klein bin. Ah, verdammt. Ja, weil wenn ich Sternvertrag gemacht hätte, dann wären natürlich die Blöcke nicht kaputt gegangen. Ah, das ist ärgerlich. Okay, also müssen wir ein Level in jedem Fall nochmal machen. Also richtiger Dreck ist er jetzt nicht. Mein Gott, ist halt... Man muss sich dran gewöhnen. Beziehungsweise einfach die Dornsäulen genauer beobachten. Dann geht das eigentlich. Ist ein bisschen irritierend natürlich aufgrund von Luigis, ja, langsamerer Reaktionszeit. Er bleibt zwar länger in der Luft, aber es dauert irgendwie so eine Millisekunde oder so länger, bis er mal so in die Puschen kommt. Habe ich zumindest den Eindruck. Mit Mario wäre das, glaube ich, ein bisschen fluffiger. Aber gut, jetzt haben wir Luigi hier und wir müssen quasi das nehmen, was wir zur Verfügung haben, ne? Und ich bin da jetzt auch nicht so unglücklich drüber.